paar Nacktbilder von mir für meinen neuen Kanal. Hi, du Weihnachtsei. Wir sind unterwegs. Wir sind auf dem Weg zum chinesischen Garten. Adi? Hi. Erklär mal, was ist denn der chinesische Garten? Sag nicht ein Garten, der chinesisch ist. Doch. Chinesischer Garten. Ja, also ist bei uns so ein Touristenteil oder so. Das ist auf jeden Fall alles chinesisch gehalten. Wir sind auf jeden Fall hier, machen ein kleines Fotoshooting. Ein paar Nacktbilder von mir für meinen neuen Kanal. Ente nackt heißt der. Ja, für Instagram und so. Und deswegen sehen wir uns gleich. Vielleicht sollte ich... Guck mal, Leute. Ja, die hat ja dasselbe Handy, nur als Edge-Version. Die hat so eine richtig dünne Gummihülle und ich habe so einen richtig dicken Panzer. Aber ich muss sagen, das ist schon fast so, als wenn gar keine Hülle drin ist. Das gefällt mir besser. Vielleicht sollte ich hier mitmachen. Ja. Vielleicht schubst du die Frau um. So, was soll ich machen? Ja, dann stell ich mal ein bisschen cool hin. Cool hin? Genau, mach mal richtig. So. Genau, so sieht gut aus. Schön neben der alten. Ja, genau so. Ja? Ich weiß nicht, ich komme mir uncool vor. Ich glaube, so sehe ich nicht mal dick aus, ne? Ich glaube, beim Bauch ist richtig. Nein, sieht gut aus. Ne? Man sieht, dass du 5 Kilo verloren hast. Das hängt ja so an, alles klar. Nicht reden, nicht bewegen. Ja, wenigstens hast du mich zum Lachen gebracht. Aber wir machen sowas nochmal in 1-2 Monaten. Wirst du sehen. Mach ich dir Konkurrenz. Dann mach ich die Witze über dich. Na. Ja. Was soll man machen? Jo. Sein Handy nachher voll mit dem ganzen Schrott. Sehr gut. Oh, Enten, ich sag euch, ich kam mir so doof vor. Aber jetzt gehen wir weiter, suchen noch ein paar coole Locations. Denn den chinesischen Garten, der ja da hinten ist und nicht da hinten, so wie ich gesagt habe. Und ey, guckt mal. Ich fotografiere die Ente. Ja, das gefällt mir. Das sieht gut aus. Das ist das einzigste von 30 Fotos, was gut war. Okay. Ja, noch ein paar gute. Ja, wir packen da 10 Filter drüber, dann werde ich auch zum Fotomodel. So, bis nachher. Wir haben schon ein paar Fotos gemacht. Die blende ich jetzt ein. Achtung, hier, hier, hier und hier und hier, das. Ich habe viel zu tun am Schneidetisch. Und ja, es sind viele Leute hier, aber es ist wonderful, wonderful schön hier. Also nein, es ist echt schön. Also könnte ich mir auch hier als privaten Garten vorstellen. Oh ja, auch schön da, guck mal. Ich muss eh schon pinkeln, ne? Und dann kommt man hier an so einem Bächlein vorbei. Und dann muss man noch mehr pinkeln. Muss man noch mehr pinkeln. Das ist, wenn man so alt wird wie ich, wird man leicht. Ja, dann muss man, ne? Ja, genau. So sieht es nämlich aus. Hier werden auch viele Fotos gemacht. Da hinten war schon ein Traumpärchen. Hier werden auch gerade Fotos gemacht. Überall. Wenn du dich hier auf die Brücke stellst, kracht die ein. Adi. Gut, wir machen, glaube ich, weiter. Der Adi ist schon wieder dabei, sich auszuziehen. Wir sehen uns. Wieder geht ein Fotoshooting zu Ende. Ich meine, ihr wisst, ich kenne das. Ne? Für mich ist das nichts Neues. Fast täglich irgendeine Firma, die von mir Fotos haben will. Für den Adi, sehr ungewohnt. Wie hast du dich gefühlt? Nein, aber wir haben eine richtig tolle Weisheit vom Adi heute. Nicht von mir, so wie sonst immer. Und damit beendet der Adi auch das Video. Ja, jeder ist auf seine Art und Weise schön. Der eine hat Muskeln, der andere hat keine Muskeln. Der eine ist dünn, der andere ist etwas dicker. Aber jeder hat den Deckel, der so zu seinem Topf passt. Und
jeder ist halt anders. Jeder ist besonders. Jeder ist besonders, jeder ist anders. Und wenn alle gleich aussehen würden, wäre ja blöd. Da würden ja alle auf den gleichen Typen stehen. Auf mich. Du Spinner. Die Bossente. Auf die Bossente natürlich. Ciao.